So, heute machen wir weiter in der Serie Hosea kämpft um sein Volk. Und die ganzen letzten Wochen haben wir uns mal mit dem einen Thema beschäftigt, dass Hosea von Gott auserwählt wurde, eine Hure zu heiraten, damit er sein Leid fühlt, damit er spürt, wie Gott sich fühlt. Heute möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen, dass Gott Hosea dieses Leid nicht einfach nur gibt, damit er hier so, scheiße fühle ich mich, fühle es jetzt auch. Dass Gott ihn auch gebraucht als Sprachrohr, weil seine Klage, sein Leid, all das, was er wirklich an Schmerzen in sich fühlt, wirklich seinem Volk auch mitteilen kann. Eigentlich seit Anfang der Zeit kümmert sich Gott um sein Volk. Er hat sie aus Israel hinausgeführt und sie haben angefangen, ihn zu loben, ihm zu danken. Und dann kam das Meer, sie kamen in Zweifel und waren schon wieder dabei, sich alle abzuwenden. Gott ist ja wirklich da, hilft er uns. Er führt sie wieder durchs Rote Meer hindurch. Sie fangen kurz an, ihn zu loben und zu preisen und wieder wenden sie sich ab. Immer wieder zeigt er ihnen, wie sehr er sie liebt, egal wie unüberwindbar eine Situation ist. Immer wieder ist er da und kämpft für sie und macht alles wirklich so hinlegen, damit sie weitergehen können, damit ihr Weg nicht behindert wird, damit sie ins verheißene Land kommen. Und egal was passiert, egal wie groß das Wunder ist, was er tut, sie zweifeln immer wieder an ihn und wenden sich anderen Göttern zu. Und gerade im Hosea geht es darum, dass Israel, sein Volk, sich wieder von ihm abgewendet hat. Dass sie sich anderen Göttern zuwenden und dass sie die Gebote, die er ihnen gegeben hat, nicht, damit sie einfach stumpf befolgen. Die Gebote waren nicht einfach Gottes Gesetz, sie waren dafür gegeben, damit es für ein Miteinander ist. Damit sie sich gegenseitig wirklich lieben und wertschätzen lernen. Und all diese Gebote werden einfach im Kapitel Hosea gebrochen. Und er möchte einfach dieses Leid, das er fühlt, mitteilen. Oft fällt es uns schwer zu denken, leidet Gott eigentlich, wenn ich was falsch mache? Weil wir sehen ihn einfach nicht wie andere Menschen vor uns, die weinen, die wirklich schreien und auch wütend werden. Gott ist genauso leidenschaftlicher Gott. Gott kann genauso Schmerzen fühlen. Gott ist genauso auch zornig. Der Unterschied ist, dass es ein kontrollierter Zorn ist, dass er uns nicht einfach vor Zorn einfach von der Erde streicht. Und er teilt uns auch sein Leid mit. Sein Herz wird ständig wieder in zwei gerissen, wenn er sieht, wie wir uns von ihm abwenden, wie wir ständig von ihm weggehen und uns anderen Dingen zuwenden, weil wir zweifeln, wo bist du gerade? Ja, bist wahrscheinlich eben nicht da. Mal gucken, wie es noch gibt. Und ich habe euch mal zwei Bibelstellen mitgebracht, und zwar aus dem Hosea 4, Vers 1 bis 3. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten, der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Menschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Das ist die Ursache dafür, dass in eurem Land nichts mehr wächst. Das ganze Land trauert und alles, was darin lebt, wird krank. Selbst die Tiere und Vögel und Fische verenden. Und Hosea 4, Vers 6 geht es dann nochmal weiter. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch, mich zu kennen. Deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen. Weil ihr das Gesetz eures Gottes vergessen habt. Will ich auch eure Kinder vergessen. Ihr dürft nicht mehr meine Diener sein. Wenn man weiterliest im ganzen Hosea-Kapitel, geht Gott da richtig hart mit seinem Volk Israel ins Gericht. Und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Er sagt auch hier, ihr sollt nicht mehr meine Diener sein. Ihr habt die Gebote, die ich euch gegeben habe, damit ihr wirklich miteinander leben könnt, alle missachtet, ihr mordet, ihr stehlt. Ihr fangt nicht an, euch wertzuschätzen. Und ihr wendet euch vor allem anderen Göttern zu. Immer bin ich euch treu gewesen, immer war ich bei euch und trotzdem wendet ihr euch von mir ab. Deshalb hat er Hosea beauftragt, eine Hure zu heiraten, damit er dieses Leid mitfühlt. Er hat ihn nicht gezwungen, Hosea hat den Auftrag bekommen und hat ihn angenommen. Er hätte auch einfach eine andere heiraten können. Aber Hosea war treu zu Gott und wollte einfach diesen Weg gehen, den Gott für ihn hatte. Und als er diesen Schmerz fühlte, konnte er nicht anders als das, diese Botschaft weiterzugeben an Gott und sagen, Israel, wacht endlich auf. Lasst uns umdrehen, lasst uns Gott, der uns alles gegeben hat seit Anbeginn der Zeit, der uns immer geführt hat durch jede Situation, lasst uns ihm wieder zuwenden. Und auch im Hosea 6, Vers 3 macht er nochmal klar, dass wir wirklich umdrehen sollen.
kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt, oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Hier steht, wenn wir alles daran setzen, den Herrn zu erkennen, wird er sich uns zuwenden. Diese Zusage ist sicher. Egal, was wir machen, wenn wir alles daran setzen, Gott wirklich zu erkennen, egal wie oft wir scheitern, wie oft wir fallen, wenn wir alles, was wir haben, wirklich daran setzen und unser Herz nach ihm ausrichten, wird er wiederkommen, wird er sich uns wieder zuwenden. Und was mir vor allem klar geworden ist in dieser Zeit, in der ganzen Zeit, wo ich Christ bin, ist es immer so, dass ich die Bibel oft gelesen habe und gedacht habe, ja, waren die alle doof, er hat doch so viel Wunder getan, wie, sind die alle blöd. Das würde ich ja nie machen. Wenn ich die Wunder hätte, ich wäre ja treu geblieben. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir immer machen, dass wir immer sagen, es ist nicht nur in der Bibel so, sondern auch, sag ich mal, wenn wir historische Ereignisse sehen, dass wir schnell, wir wissen, wie die Geschichte verlaufen ist, deshalb können wir schnell sagen, ja, also ich hätte es anders gemacht. Und später, wo Gott Mensch geworden ist, kommt das Gleiche wieder mit seinem Volk. Und zwar steht es im Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir. Vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In diesem Beispiel vom Pharisäer erkenne ich mich so oft selber, weil ich einfach immer denke, ah, wie gut bin ich doch. Gerade im Worship fällt es mir auch oft auf, wenn man da schnell, man kennt die Texte auswendig, schnell den Fokus verlieren kann. Man singt diese Lieder einfach aus Routine. Und denkt, oh, bin ich heilig, die ganze Zeit preise ich den Herrn, ich arbeite in der Jugend mit, ich bin Mitarbeiter, ich gehe mal in den Gottesdienst, Mann, bin ich ein toller Mensch. Und dann ende ich genau wie der Pharisäer und fange an, mich selber anzubeten und sagen, oh, bin ich toll. Dabei ist der Grund, warum ich in die Jugend bin, bin nicht ich oder weil ich heilig bin, sondern einfach nur aus Dankbarkeit, weil Gott mich so sehr liebt. Ich bin genauso ein Sünder wie jeder andere auch. Und ich weiß nicht, wie oft ich Gott schon verraten habe, aber bei mir ist es, vor allem vor ein paar Wochen erst kurz der Fall gewesen, dass ich aufgrund meines Stolzes, meiner Arroganz, weil ich dachte, oh, wie toll bin ich, weil gerade, ich dachte früher immer, ach, wenn ich predige, ich werde nie arrogant, ich weiß ja immer, von wem die Quelle kommt. Und bei mir war es so, dass ich Produzent war und beim Briefing gibt es dann immer so einen Morgenimpuls und einen Kurzinput. Und mir ist bei diesem einen Input wirklich aufgefallen, dass ich komplett alleine gesprochen habe. Ich habe einfach gemerkt, dass wirklich Gottes Gegenwart komplett gefehlt hat. Und er hat mir einfach klar gemacht, wenn du weiter anfängst, selber wirklich das Lob für dich zu nehmen, als hättest du das gemacht, dann musst du es auch alleine dir verdienen, dann musst du es auch alleine durchstehen. Gott hat mich in dem Moment einfach verlassen. Nicht aus Rache, nicht einfach zu sagen, so, mach dein Ding, brauchst mich ja nicht. Dann einfach nur mir zu zeigen, so sieht es aus, wenn du es alleine machst. So sieht es aus, wenn ich nicht bye-bye bin. Und ich habe einfach gemerkt, dass was gefehlt hat, dass einfach ich nicht gerufen bin zu predigen, wenn ich es ohne Gott mache. Ich mache es nur mit Gott und auch nur, weil Gott wirklich durch mich spricht. Und da hat Gott mir einfach klar aufgezeigt, wenn ich weiterhin anfange, mich selbst anzubeten, mich selbst zum Götzen zu machen und denke, ich habe eine Sprachgabe, die ich eigentlich nicht habe, solange Gott nicht bei mir ist, werde ich scheitern. Und genau so haben wir auch oft diesen Blick wie die Pharisäer. Wir haben andere Götzen. Es muss nicht unbedingt stolz sein wie beim Pharisäer. Das war jetzt bei mir auch der Fall. Aber wir haben viele verschiedene Götzen. Manchmal trachten wir einfach nur nach Macht, nach Einfluss. Was sich dann auch schnell, gerade wenn man in Leiterschaftsposition kommt, sei es in der Gemeinde oder einfach auf der Arbeit, schnell rausstellt.
ob du ein Leiter bist, dem es einfach nur darum geht, seine Aufgabe zu machen, oder ob du ein Leiter bist, der sich nur noch mit seinen Ellenbogen um seine Position kämpft. Der, wenn Leute dir Ratschläge geben oder einfach nur dir helfen wollen in deiner Verantwortung, gleich die Ellenbogen aushält und sagt, dann mach's doch alleine. Kannst doch eh alles viel besser. Ein Leiter ist nicht unbedingt der beste Mitarbeiter in seinem Team. In Idealfall hat er immer Leute, die besser sind. Er ist einfach nur die Verantwortung hat. Wenn wir von Gott in Leiterschaftsposition gerufen werden und es uns um Gott geht und nicht um die Machtposition, fangen wir an, Tipps von anderen anzunehmen. Fangen wir an, wirklich einfach auch Ideen anderer umzusetzen. Nicht, dass wir selber sagen, wir haben die Weisheit. Leiter ist nicht dazu da, um allen den Takt anzugeben und sagen, das macht ihr jetzt. Er muss die Entscheidungen treffen, aber nicht alleine. Er soll auch Rat von anderen annehmen. Zweite Versuchung, die wir oft haben und vor Gott stellen, ist Wohlstand. Sei es jetzt durch Geld oder andere Reichtümer, dass wir einfach nur finanziell abgesichert sind, dass wir uns sicher sind. Egal was kommt, wenn jetzt auch ein Crash kommt, ich habe noch finanziell eine Rücklage, mir geht's gut. Und wenn wir alles nur daran setzen, um reich zu werden, werden wir auch feststellen, es befriedigt uns nicht. Weil du kannst immer mehr Geld bekommen. Selbst wenn du der reichste Mensch der Welt bist und sagst, yeah, ich bin die Nummer eins, es befriedigt dich einfach nicht. Der Mensch ist dazu geschaffen, um geliebt zu werden. Er sehnt sich nach Liebe und Anerkennung und die gibt dir dein Geld leider nicht. Sorry. Eine andere Versuchung ist Beziehung. Oft haben wir diesen Gedanken, wo wir einfach denken, ich will eine Beziehung haben, nur um eine Beziehung zu haben. Weil gerade in unserer Gesellschaft ist es halt so, auch bei Hollywood, die Menschen, die einsam sind, selbst wenn sie es freiwillig sind, oh, der Arme, den liebt keiner, den will keiner. Selbst wenn er sich selbst freiwillig dafür entschieden hat. Bei uns sind Menschen, die keinen Partner haben, immer, ich hätte jetzt ein bisschen krass an, aber fast so ein Penner, immer so ein Mitleid, oh, der Arme. Und deshalb machen wir uns immer diesen Druck und dann siehst du halt immer Leute rumrennen, die sind, weiß ich nicht, 17, 18 Jahre alt und denken, oh scheiße, ich bin schon 18. Ich muss jetzt unbedingt schnell einen Partner kriegen, sonst endlich noch alleine. Und sie wissen noch nicht mal selber, was sie mit ihrem Leben machen wollen, noch nicht mal, wo ihr Kurs hingehen soll und sagen, okay, ist jetzt erstmal alles egal. Erstmal gucken, dass ich jetzt einen Partner kriege. Es macht aber keinen Sinn, wenn wir nicht vorher wissen, wo wir langfahren wollen, was unser Ziel im Leben ist und uns dann einen Partner wählen und dann später feststellen, oh, ich brauche ein Headset. Unsere Ziele gehen genau in die gegengesetzte Richtung. So, da gibt es drei Optionen. Entweder der Linke kriegt seinen Willen und der Rechte gibt alles dafür auf. Oder der Rechte kriegt seinen Willen oder gar keiner und alle sagen, gut, fahren wir irgendeinen anderen Kurs, wo wir uns beide so halbwegs mit abfinden können. Dann hat keiner die Berufung, die Gott ihm gegeben hat, seinen Herzenswunsch erfüllt, aber ihr habt halt eine Beziehung mit irgendwem. Top. Bei mir war es auch so, Anfang in der Jugendzeit gab es die Steffi, die habe ich mich auch unfassbar verliebt und war einfach bloß, ich muss mit der zusammen sein, ich muss mit der zusammen sein. Also mal abgesehen davon, dass sie überhaupt nicht aufeinander zugepasst haben und sie eh nichts von mir wollte, einfach bloß hinterhergegangen, ich muss da zusammen. Und ich bin mittlerweile echt dankbar für all das Leid, was ich da durchmachen muss, dass Gott da wirklich eine Wand hingestellt hat und gesagt hat, nein, da geht's nicht lang. Du musst ganz woanders lang. Und so müssen wir wirklich auch aufpassen, dass wir nicht in diese Position kommen und sagen, oh, ich bin ja heilig, ich bin dieser Christ, ich renne dir ja nach, sondern dass wir wirklich wach werden, gucken, wo habe ich meinen Götzen, wo bin ich total blind und renne einfach hinterher und sage, ja, da geht's lang, da geht's lang. Oh, da bist du, sorry. Lasst uns wirklich gucken, wo Gott uns hinhaben will und lasst uns ihm folgen, weil er ist der Einzige, der uns wirklich immer liebt. Ich glaube, jeder, der verheiratet ist oder einen Partner hat, weiß, dass sein Partner ihn doch das ein oder andere Mal schon verletzt hat und nicht so ganz perfekt ist, wie er sich das am Anfang vorgestellt hat. Ist auch immer toll. Bei Beziehungen denkst du am Anfang eh immer alles schon bunt ausgemalt und wenn es soweit ist, denkst du, der Teig mir anders vorgestellt. Und so ist es auch im Hosea. Gott ist da, hat den perfekten Weg für dich, kümmert sich die ganze Zeit um dich und alle sagen, oh, da ist die Frau oder da ist das Geld, oh, da kriege ich eine geile Position, habe ich Einfluss. Wir rennen allen möglichen Schrott nach, weil die Welt es uns vorlebt und sagt, wenn du das hast, dann bist du glücklich, dann bist du zufrieden. Und eigentlich macht es uns überhaupt nicht zufrieden. Wir haben es und denken, okay, ich brauche mehr davon.
Aber wenn wir mit dem, was wir haben, nicht zufrieden sind, werden wir mit mehr auch nicht zufrieden sein. Ich habe jetzt nochmal Stelle aus dem Hosea 6, Vers 4. O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Juda, was soll ich mit dir machen? Fragt der Herr. Eure Liebe ist so beständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Eure Liebe ist nichts wert. Sie hält kurz an, wie bei uns zum Beispiel, sage ich mal, die Leute, die sagen im Gottesdienst, oh, holy are you, Lord, die ganze Zeit preisen, jeden Worship mitsingen und dann, oh, es ist Montag, okay, jetzt kriege ich wieder, tschüss, wir sehen uns Sonntag wieder. Und darum geht es eben nicht, wenn wir sagen, wir wollen eine Beziehung mit Gott. Gott will einfach wirklich, mit deinem Partner bist du auch nicht einen Tag in der Woche zusammen und sagst, so, tschüss, bis Samstag wieder. Gott will einfach jeden Tag mit uns verbringen. Und wenn es in der Uni ist, in der Schule oder wenn du einfach nur faul auf der Couch liegst, er will einfach jede Sekunde mit dir zusammen sein und will, dass du die Nummer 1 in seinem Leben bist. Und Hosea 6, Vers 6 bringt das nochmal klar auf den Punkt. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir die Brandopfer bringt. Gott will nur unser Herz. Gott will keinen gegaukelten Worship, sondern er will unser Herz. Wenn du singst, mach es mit dem Herz, mach es, weil du es möchtest und nicht, weil du jetzt im Gottesdienst bist und es singen musst oder weil du für dich selber, um dann dich heiliger zu fühlen. Weil Gott bringt es nichts. Am Ende feiern wir uns selber und Gott fragt sich, wo bist du? Ich will doch nur dein Herz, ich will einfach nur deine Liebe, so wie ich sie dir ständig gebe. Nach all dem Negativen habe ich jetzt auch nochmal eine Hoffnung vorbereitet. Ja, ich dachte, dass die Predigt ein bisschen trocken ist, aber das Gute ist, dass Hosea im Hosea-Kapitel nicht die ganze Zeit nur geklagt wird und Gott nicht nur hart mit uns Gericht geht, sondern Gott auch wieder zeigt, trotzdem ihr mich verraten habt, trotzdem ihr euch von mir abgewendet habt, trotzdem ihr alles, was ich euch gesagt habe, in den Wind geschossen habt, liebe ich euch noch. Steht im Hosea 14, Vers 1 bis 8. Die Einwohner Samarias müssen die Folgen ihrer Schuld tragen, weil sie sich gegen ihren Gott aufgelehnt haben. Sie werden im Krieg umkommen. Ihre Kinder wird man am Boden zerschmettern, ihre Schwangeren den Bauch aufschlitzen. Jetzt kommt's aber. Kehr um zum Herrn, deinem Gott Israel, denn du hast dich durch deine Schuld ins Verderben gestürzt. Tragt eure Bitten dem Herrn vor und kommt zu ihm zurück. Sagt ihm, vergib uns alles, was nicht richtig war. Und nimm die Furcht unserer Lippen an. Wir wollen uns nicht mehr aus Assyrien verlassen und auch nicht auf unsere Schlachtrösser. Wir werden nie mehr zu unseren selbst verfertigten Götzen sagen, ihr seid unsere Götter. Denn nur bei dir sind die Weisen sicher geborgen. Dann wird der Herr sagen, ich will euch von Götzendienst und Abtrünnigkeit heilen. Ich will euch bereitwillig lieben, denn mein Zorn hat sich für immer von euch abgewandt. Ich will für Israel, der will der Tau sein. Dann wird es wie eine Lilie blühen und seine Wurzeln tief im Boden verankern, wie sie Zedern im Libanon. Seine Zweige werden sich ausstrecken. Es soll wie ein prächtiger Olivenbaum sein, wie eine duftende Zeder auf dem Libanon. Mein Volk soll wieder in die Sicherheit seiner Heimat zurückkehren und Getreide anbauen. Es soll aufblühen wie ein Weinstock, der dem berühmten Weinstock des Libanon gleicht. Gott sagt uns hierzu, oder sagt seinem Volk Israel zu, wenn ihr euch umdreht, wird alles vergessen sein. Ich werde der Tau sein, ihr werdet wieder aufblühen und das ganze Leid, das euch gerade bedrückt, wird von euch genommen werden. In einem Satz kurz zusammengefasst steht es im Römer Kapitel, bringt Paulus echt gut auf den Punkt, Römer 6, Vers 23, komplett. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der einzige Grund, warum wir ständig Gottesdienst feiern. Weil eigentlich müssten wir für all unsere Sünden sterben. Und es wäre mit dem Tod dann auch vorbei. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Gott hat
nachdem sein Volk und auch wir ihn ständig betrogen haben, ständig uns von ihm abgewandt haben, hat er gesagt, irgendwer muss diesen Preis zahlen. Aber ich liebe euch so sehr, ich will nicht, dass ihr den zahlt. Weil ich will die Ewigkeit mit euch verbringen. Selbst wenn ich dafür selber am Kreuz sterben muss, wenn ich erniedrigt werde, wenn ich das schlimmste Leid durchmachen muss. Ich mache es gerne, weil ich liebe euch so sehr, dass ich einfach nur mit euch zusammen sein will. Das ist es, worum es die ganze Zeit geht. Darum schreit er bei Hosea, dreht endlich um. Gott will nicht, dass wir irgendwelche, wir müssen keine Wunder vollbringen, wir müssen keine Opfer bringen, um ihn dazu zu bringen, uns zu vergeben. Er hat uns schon vergeben. Alles, was er will, und das bringt ja auch gerade durch Hosea auf den Punkt, ist, dass wir umdrehen und endlich sagen, Gott, du bist mein Gott. Dir, mit dir will ich mein Leben verbringen. Nur für dich lebe ich. Und dass wir endlich aufhören, ihn zu betrügen. Klar werden wir immer wieder fallen, aber der Punkt ist, dass wir umdrehen, dass wir mit dem Herzen immer noch bei Gott sind, dass wir bereuen, was wir tun. Wenn man das komplette Evangelium sich durchliest, ist eins der Hauptsätze, was Jesus immer sagt, bereut eure Sünden. Warum? Damit wir Schuldgefühle haben und leiden? Jesus will, dass wir unsere Schuld deshalb bereuen. Weil erst wenn wir wirklich verstehen, wie wir ihn verletzt haben, wenn wir bereuen, was wir getan haben, können wir seine Liebe verstehen. Wenn wir sehen, wie wir andere verletzt haben, oder in dem Fall, wie wir Gott verletzt haben, jeden Tag aufs Neue, wenn wir diesen Schmerz, den er gefühlt hat, spüren, sind wir umso erstaunter und dann verstehen wir diese Liebe erst, dass er trotz all dessen, was wir getan haben, immer noch sagt, ich liebe euch und egal, was du getan hast, ich vergebe dir. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass egal, was wir hier falsch gemacht haben, dass wenn wir unser Herz wirklich darauf ausrichten, ihm, mit ihm unser Leben zu leben, mit ihm in Beziehung zu leben, er am Ende sagt, es ist okay, es ist vergeben. Ich habe den Preis bezahlt und wir können trotzdem die Ewigkeit miteinander verbringen. Und wenn du heute hier sitzt und auch feststellst, so wie ich, dass es oft passiert, dass wir götzen, dass wir andere Dinge in den Vordergrund stellen, dass wir andere Dinge wichtiger nehmen als Gott, dass wir Gott betrügen und genauso verraten, wie das Volk Israel getan hat, habe ich kurz noch ein paar Punkte mitgebracht, die dir vielleicht helfen, davon wegzukommen. Das erste ist, du musst dir wirklich Zeit nehmen, um zu erkennen, was dein Götze ist. Weil oft fällt es uns schwer, weil wir uns leicht sagen, ja, ich bin doch christlich, ich bin ja voll auf Gott fokussiert. Ich habe es auch gedacht, bis Gott, ich mochte erst einen Tritt von Gott, der mir wirklich gesagt hat, ey, ich gehe mal kurz weg, mach alleine. Und dann habe ich erst gemerkt, ich bin weg vom Kurs. Nimm dir Zeit, um wirklich zu erkennen, was dein Götze ist. Und wenn du selber nicht drauf kommst, so wie ich, frag Gott. Weil Gott wird dir definitiv antworten. Er wird dir nicht eine Schuldliste geben, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Er sagt dir einfach nur, das ist dir zurzeit wichtig. Hier bin ich. Und da kommt der zweite Schritt. Treffe eine Entscheidung. Willst du dein Leben mit Gott verbringen oder sagst du, ja, das andere bringt mir schon mehr, macht mich schon glücklicher als Gott. Wenn es dich glücklicher macht, okay, Gott sagt nicht, du musst mit mir Leben verbringen. Gott sagt, ich will, aber ich lasse dir die freie Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht. Dann müssen wir allerdings auch am Ende den Preis dafür bezahlen. Und wenn du dich entscheidest und sagst, ich werde nirgendwo glücklicher als mit Gott. Gott hat den perfekten Plan für mich. Gott hat alles, was ich will. Dann hab den Mut und bekenn deine Sünden und deine Götzen vor Gott. Geh vor ihn und sag, leg ihm alles hin, was du falsch gemacht hast und sag, Gott, es tut mir leid. Es geht nicht darum, dass du jetzt einen großen Tanz da vollführst und irgendwas für Wiedergutmachung machst. Es geht einfach darum, dass du ehrlich bist und Gott sagst, ich habe das falsch gemacht, ich habe mich die ganze Zeit dem zugewandt, aber ich will zu dir zurück. Mehr will Gott nicht. Er will einfach nur Ehrlichkeit, er will eine ehrliche Liebesbeziehung mit uns, in der wir den Mut haben zu sagen, das habe ich falsch gemacht. In jeder Ehe, in jeder Beziehung, auch freundschaftlich, muss man den Mut haben, dieses Vertrauen in den Freund haben, dass wenn ich ihm sage, was ich falsch gemacht habe, ihn verletzt habe, er mir trotzdem noch mein Freund bleibt. Und so will auch Gott nichts mehr als diese Liebesbeziehung, dass wir den Mut haben zu sagen, das habe ich falsch gemacht, bitte vergib mir. Ich habe dann noch Bibelstelle, und zwar 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9. Wir waren nämlich schon bei drittens. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht.
Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ganze Evangelium ist, wenn man durchliest, immer auf das eine Thema fokussiert. Bereue und bekenne deine Sünden und es ist dir vergeben. Bereue, und das, denn das Himmelreich ist nah. Und als letzten Schritt noch, weil das ist der schwerste Schritt, der uns meistens fällt, bekenne deine Sünden einem Freund. Nicht einfach nur, damit jeder Mensch weiß, dass du Sünden begangen hast. Gott will nicht einfach, dass du Sünden bekennst, damit jeder weiß, guck mal, das hast du falsch gemacht. Es hilft unfassbar, frei zu machen, weil ich kann nur aus meinem Leben sprechen, alleine, wenn man es Gott bekennt, ist es nochmal ein Schritt einfacher, weil wir wissen, Gott liebt uns. Aber oft haben wir, ich weiß nicht warum, bei mir auch immer so ist, diese Angst, dass wenn wir Menschen sagen, was wir falsch gemacht haben, immer diesen Gedanken haben, oh nein, jetzt hält er mich für unheilig und jetzt, keine Ahnung, macht er mich rund, macht mich dann komplett runter. Und eigentlich will Gott nur, dass wir unsere Lasten gemeinsam tragen. Weil jedes Mal, wenn wir es aussprechen, macht es uns ein Stück frei. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit, als ich Steffi hinterhergerannt bin, meine Freundin damit zugelabert habe. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich es erzählt habe, hat es mich ein Stück frei gemacht. Jedes Mal, wenn ich es ausspreche vor anderen, diesen Mut habe, diesen Schritt zu machen und sagen, das habe ich falsch gemacht, hat es mich ein Stück weit befreit. Im Jakobusbrief werden wir quasi dazu aufgerufen, unsere Sünden zu bekennen und mit Freunden zu teilen. Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und im Galater 6, Vers 2 heißt es dann nochmal, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Mit einem Menschen, mit einem Freund, der Freundin, weiß ich nicht, wen du da hast, diese Lasten gemeinsam zu tragen, gemeinsam diese Sünde zu tragen, ist es viel, viel einfacher. Bevor du dich selbst an Schuldgefühlen kaputt machst, geh einfach auf einen Freund zu. Ob es ein Partner ist oder einfach ein Kumpel, ist völlig egal. Such dir jemanden, sag ihm, was bei dir kaputt gegangen ist, wo du dich selber für fertig machst, was du falsch gemacht hast, wo du Gott verletzt hast oder wo du auch einfach Schuldgefühle hast und geh mit ihm zusammen diesen Weg und lass dir helfen. Lass für dich beten, weil das macht wirklich frei. Du musst nicht zu jedem Menschen gehen, zu jedem Freund, den du kennst und sagen, das habe ich falsch gemacht. Dann such dir wenigstens einen Menschen, dem du vertraust und wo du sagst, dir kann ich alles anvertrauen, bitte hilf mir. Ich will einfach wieder zurück zu Gott. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns so unfassbar gnädiger Gott bist. Dass nicht nur damals beim Volk Israel, sondern auch heute uns wirklich jede Schuld vergibst. Dass egal, wie oft wir was falsch machen, du immer sagst, es ist dir vergeben, eher sterbe ich am Kreuz, als dass du diesen ganzen Shit tragen musst. Gott, ich danke dir einfach, dass wir heute wissen, dass es uns vergeben ist und dass wir einfach dieses Leben mit dir leben dürfen und dass du wirklich immer da bist, um uns deinen Plan zu sagen. Und egal, wie oft wir wieder schief laufen, du trotzdem immer noch diesen Mut hast, zu sagen, okay, ich gehe ein Stück weg, damit du weißt, du bist alleine, aber ich bin immer noch bereit, den Schritt zurückzugehen. Ich danke dir einfach, dass du uns niemals wirklich komplett verlässt, dass du maximal einen Schritt weggehst, um zu zeigen, hier geht's eigentlich lang. Gott, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns segnest und in der Woche einfach zeigst, was sind unsere Götzen und wo rennen wir weg von dir. Amen.